Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir sind wieder unterwegs in Transport Fever 2. Und zwar in der letzten Folge haben wir hier den Forstbetrieb ans Holzwerk, ans Sägewerk eher gesagt, angeschlossen. So, haben hier die Bahnstrecke auch einmal schon angefangen zweigleisig auszubauen. Hier sind wir tatsächlich stehen geblieben. Da die Zeit leider vorbei war, das Ganze hier einmal in die Hauptstrecke so weit wie möglich zu integrieren, da wir hier erstmal nur eingleisig benötigen. So, jetzt müssen wir nur noch entsprechend einmal das Ganze für die Linie umbauen, damit die hier entsprechend auch hält oder lang fährt. Ich wäre aber gern nach da, dass das entsprechende Gleis ist. Heißt, wir nehmen mal den RE10. So, nach Dienstlaken musst du bitte einen Halt hinzufügen und der ist der hier. So, jetzt brauchen wir aber noch einen auf der anderen Seite am besten, ne? Machen wir mal ein Stück weiter nach da. Sind die ein bisschen verzögert, dann ist es auch okay. So, das ist nach Kleve. Muss der Halt hier hinzu? So, jetzt müsste die Linie richtig laufen. Gucken wir uns nochmal kurz an. Ja, das sieht gut aus. Das sieht alles sehr gut aus. Da hält er auch am richtigen. Na gut, jetzt noch nicht. Das ist aber völlig okay. So, fährt hier dann entsprechend weiter. Da wird es wieder eingleisig. Das wissen wir aber. Ja, dann ist doch alles super. Dann ist das schon mal geregelt. Jetzt müssen wir nur noch einen Abzweck schaffen von hier, also von Geldern aus nach da oben hin, damit hier auch entsprechend die Bretter ankommen. Heißt, wir setzen hier einen Güterbahnhof hin, irgendwie. Dass es halt entsprechend einmal passt. So. Erstmal eingleisig, den können wir später immer noch ausbauen. Das ist das Schöne daran. So, machen den einmal kurz modern. Dann können wir einmal hier gucken, wie wir das Gleis einmal am besten verlegen. Also, dass wir hier auf... Ich würde sagen, wir können eigentlich hier von der Strecke einmal abzweigen. Irgendwo. Machen wir das mal, sodass wir hier einmal so schnell als möglich abzweigen. Und dann auch hier einmal wieder drauf zweigen. So. Wenn das schon mal funktioniert, das kann hier hinten ruhig wieder eingleisig werden. Das ist ja in dem Moment egal. Das ist ja nur wichtig für die erste Fahrt. Oder nur wichtig, bis wir hier entsprechend einmal abgleisen. Das klingt auch ein bisschen komisch. Na egal. So, dann gehen wir nämlich gehen wir hier nämlich einmal rüber. So, einmal hier durch. Ah, steigen zu groß, okay. Ja, muss auch ein bisschen abbremsen. Der fährt sowieso keine 200 in den Zug, den wir hier einsetzen wollen. Und dann müssen wir nur noch einmal auf die Strecke da hinten treffen. Ich büße hier gerade viel zu viel Geschwindigkeit ein, so wie ich das baue. So. Haben wir verbunden? Wunderbar. So. Das war weg. Dann haben wir hier einmal entsprechend das fertig. Da fährt der Zug. Und er bringt immer noch keine Brote mit. Er kann doch nicht. Naja. Egal. So. Würde ich sagen, rüsten wir hier nochmal kurz in die Gleise einmal auf. Einmal komplett. Ja, was wir haben, haben wir.
So, hier hinten ist hier alles aufgerüstet. Das haben wir erst auch frisch gebaut, unter anderem. Nimmt auch nichts mit, ey. Wieso fahren die denn leer dahin? Das kann doch alles mittlerweile nicht mehr fahren. Naja, müssen wir uns mal später angucken. Wir machen jetzt erstmal das hier fertig. Haben wir das wenigstens. So, das heißt, wir brauchen noch... Das brauchen wir nicht. Wir brauchen noch hier einmal... Hier ein entsprechendes Signal in die Richtung. Ein entsprechendes Signal kurz hier. So. Dass hier vorne eingleisig wird. Noch eins hier und eins hier, aber in die Richtung. So. Weiß ihr nie. Wobei, das könnte wieder heißen, nee, das kann ja nicht heißen, dass die Züge begegnen. Das ist ja schwachsinnig. So. Genau. Jetzt haben wir das alles. Gucken, ob der jetzt hier richtig für... Falscher Zug? Wo ist ein anderer? Wo ist denn der? Ja. Ja, er scheint zumindest erstmal auf dem richtigen Gleis hier zu fahren. Das ist schon mal gut. Ist auch fast wieder voll. So. Dann brauchen wir eine Linie. Ja, logisch brauchen wir eine Linie. Die fängt erstmal traditionell bei uns erstmal in Mörsern. So. Führt dann einmal hier runter nach da. Ja, und führt dann einmal nach dorthin. Ja, das läuft auch richtig. Das ist wunderschön. So, dann kaufen wir uns mal wieder ein paar... Komm, ein paar Zug. Kaufen wir uns mal wieder einen Zug. So, dann nehmen wir diesmal mal die hier. Für eine teure, ein bisschen teure Lok. So, und dann brauchen wir die, weil die können Bretter transportieren. Nehmen wir erstmal... Machen wir erstmal eine 80er Kapazität raus. So, dann nehmen wir uns die und setzen die mal auf Linie 10, ne? Ja. 10 scheint richtig zu sein. So. Na, das hat der aber schon erstmal Vorfahrt. Was ja auch in Ordnung ist. Jetzt muss ich hier nur noch ein bisschen was umbauen, weil ansonsten, wenn hier der Zug rausfährt, könnte das ein bisschen blöd sein. Heißt, ich muss hier einen neuen... Wo ist denn der? Ah, der kommt ja gerade, ne? Aber das betrifft den gerade nicht wirklich. Von daher ist das gerade mal noch so in Ordnung. Der erste, der hier, die beiden hier auf dem Gleis fahren, wäre ja erstmal egal. Will dem aber auch jetzt gerade nicht seine Lebensader trennen. Wäre ein bisschen blöd. So, die müssten jetzt schon Bretter herstellen. Ah, noch nicht. Ah, doch, sie sind dabei. Das ist das Wichtigste. Wenn sie dabei sind, ist es das Wichtigste. So. Der fährt da. Der fährt da. Der? Wo ist der? Der fährt da, logischerweise. Aber wo fährt... Hä? Sind der andere? Das ist unsere neue Lok hin. Jo. Eine gute Frage jetzt. Einfach raus. Nicht anzeigen lassen, wo die gerade ist. Da ist er unterwegs hin. Ja, gut. So, da kann Mörs nämlich einmal raus aus dem Ganzen. Passiert hier kein... Hey, Lok sieht schön aus. Reigesteller. Okay. Na gut, ein bisschen hügelig hier gebaut, aber passt schon. So. Genau, dann holt der jetzt hier. Hoffentlich ist der gleich schon mal weg. Was macht der jetzt? Ah, Autosave. Okay.
Wollte gerade sagen, was hat der jetzt für ein Problem? Außer Autosave, aber das ist in Ordnung. So, dann muss der nämlich einmal hier auf das Gleis. Weil, nee, da kann er ja bleiben. Muss in die andere Richtung einmal auf das Gleis. Das heißt, der muss hier... Könnte er nicht hier weiterfahren und von hier direkt einmal rüberzweigen? Ich glaube, das ist die sinnvollste Lösung, ne? Wenn ich von hier einmal gehe... Was auch immer du da machst. Wenn ich von hier einmal gehe und von hier einmal nach hier ankomme, wenn es überhaupt geht. Ah, geht scheinbar nicht. Zumindest nicht so, wie ich mir das gerade vorstelle. Machen wir mal so. Das sind zu viele Weichen, mein Freund. Aber sind das zu viele Weichen? Bin jetzt aber blöd. Man könnte ruhig hier noch eine Kreuzung mit einbauen. Das würde ja theoretisch funktionieren. Das wäre ja egal in dem Moment. Das kann ich aber gerade noch nicht wegnehmen, solange das andere nicht steht. Wäre sonst schwachsinnig. So, ganz mal hier. Geht aber auch nicht. Ah, so kann ich bauen. Ja, gut. Wenn ich so bauen kann, ist das ja super. Das hier halt ein bisschen weiter, aber das ist hier nicht so wild. So. Ich glaube, das Signal steht da ein bisschen im Weg, ne? Ich weiß eh nicht mehr, wofür das war, von daher ist es schon in Ordnung. So. Gut. Den Abzweig hier jetzt wegmache, dann müsste er doch. Ich brauche jetzt mal sehen, dann müsste er nämlich eigentlich automatisch geradeaus fahren, ne? Immer ganz theoretisch müsste er das ja dann tun. So, jetzt ziehen wir von... Wir ziehen von hier. Das hat ja jetzt auch noch wunderbar funktioniert. Was ist er jetzt? War ja mal wieder klar. Warum funktioniert denn das jetzt nicht, wenn ich hier wieder rausziehen will? Ah, jetzt funktioniert es. Muss man verstehen. Oh ne, das kann ich ja gleich angekommen. Warte, da war gerade ein Punkt. So. So, dann haben wir das auch schon mal hier zweigleisig gemacht. Ja, halt doch mal auf der Hand zu halten. Ist doch okay. So, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen die Signale ein bisschen besser planen. Heißt, wir brauchen hier auf jeden Fall eins, weil das das Ausfahrtsgleis ist. Ja. So, dann kann das hier nämlich weg. So. Ah, das könnte man in der Kreuzweiche umbauen. Brauchen wir aber nicht. Wir wollen ja nicht von hier nach da fahren, das ist ja genauso schwachsinnig. So. Da ein Signal, da ein Signal. Alter. Oh, das Ding kann 160. Cool. So.
Das Signal hier ist auch schwachsinnig. Das kann da weg. Wir brauchen eins in jedem Falle hier. Wir brauchen eins hier. Kann hier vorne ein bisschen stehen. So. Das reicht hier eigentlich auch schon. So, jetzt können wir hier den Abzweig einmal löschen. Genau, dann macht er das nämlich automatisch. Oder soll. Der fährt auch nicht mehr voll. Okay. Muss da echt noch mehr Brot hin? Naja, müssen wir dann vielleicht mal in der nächsten Folge mal gucken. Ob wir da vielleicht noch mal ein bisschen mehr Brot hinkriegen. So, das Signal muss jetzt da weg. Jetzt sieht nicht blöd aus. So, das kommt jetzt einmal hier hin. Richtig? Ja, richtig. Kommt jetzt einmal hier hin, das Signal. So, dann haben wir da eins für den Zug, haben wir da eins für den. Ach, hier brauchen wir keins, weil von da fährt keiner auf das Gleis. Das passt auch soweit. Ja, dann haben wir es doch. Sehr schön. Hoffen wir nur, dass das alles auch so wunderbar funktioniert, wie es funktionieren soll. Jetzt gucken wir uns das hier mal kurz an, dass der hier einmal die Bretter abholt, die fertigen. Vor allem auch, was der Zug da jetzt macht, weil eigentlich müsste der ja... wieso sind hier keine Signale eigentlich? So eine ganz blöde Frage. Steht hier hinten irgendwo eins? Nö, da steht gar keins. Habe ich vergessen. Können wir da noch eins hinstellen. So. Wenn das Gleis nicht besetzt ist, kann da keiner durchfahren. Logischerweise irgendwo. So, dann fährt der hier einmal weg. Wunderbar. Der andere holt Nachschub, wo immer ist. Der fährt nämlich gerade da. So, okay. Genau, begegnen sich da. Können wir mal anrufen. Oder auch nicht. Ist royal. So, den könnten wir vielleicht auch auf 2 erhöhen. Je nachdem, wie viel die produzieren. Damit hier vielleicht auch 2 Züge entsprechend langkommen, aber... Ah, noch sieht es nicht so ganz danach aus, als ob das sinnvoll wäre. Müssen wir mal schauen, dann, wenn es soweit ist. Na, dass wir vielleicht noch einen zweiten Zug da drauf setzen oder den anderen halt ein bisschen länger machen. Aber der macht es auch richtig. Automatisch, finde ich sehr schön. Fehlt ein Signal. Na, der kreuzt ja hier. Stimmt. Hier haben wir auch noch eins hin. So, der kreuzt ja hier die Dinger. Kreuzt hier die Gleise. Andere wäre ja schwachsinnig. Wie lagert der nicht gerade? 200. Okay, wie viel nimmt der mit? 120. Okay. Könnte also deutlich mehr mitnehmen. Warte mal, dann kriegt er nochmal ganz schnell hier 2 Anhänger dran. Aber die belädt er jetzt zwar nicht mehr, aber die kann er später dann beim nächsten Mal beladen. Das ist dann auch völlig in Ordnung. Kriegen immer noch nicht genug Versand. Kriegen eigentlich genug Lieferung. Also Lieferung, Produktion kriegen sie mehr als genug. Da mache ich mir gar keine Sorgen drum. Wobei, wir gucken, ob wir vielleicht doch noch in der nächsten Folge hier nochmal den hier einmal anschließen werden. Aber das schauen wir dann. Ganz, ganz in Ruhe. Mal, der fährt jetzt wahrscheinlich wieder leer nach Geldern. Ja, eigentlich schwachsinnig, aber gut. Der fährt zum Glück nicht leer. Der hat 54 Leute an Bord. Hey. So. Was ist mit dem hier eigentlich? Achso. Hm.
Ja, der biegt hier ab. Das gucken wir uns nochmal kurz an. Nach dem Autosave. Hält hier an. Und der halt noch nicht an dem Signal hier vorne vorbei ist, was ja auch völlig in Ordnung ist. Jetzt müsste der auch weiterfahren. Ja, wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, war's das mit dieser Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, folgt mir auch gerne auf Instagram und Twitter. Einmal alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ich sage in jedem Fall bis zum nächsten Mal und ciao.